Dieser Film erzählt die Geschichte der zwei Männer, die das größte Verbrechen der Menschheit vor der Weltöffentlichkeit vertuscht und das medizinische System zum Verüben dieses Verbrechens geleitet haben. So, okay. Kameras fertig. Dr. Gravitz ist eine mittelgroße, sehr gut aussehende militärische Erscheinung mit gepflegtem Äußeren. Sehr beweglicher, unternehmungsfreudiger, gewandter Mensch. Militärisch sehr korrektes Auftreten. Soldatisches Empfinden ist ihm durch seine langjährige SS-Führertätigkeit zur Selbstverständlichkeit geworden, sodass ihm die Unterordnung keine Schwierigkeiten bereitet. Sein Verhalten Vorgesetzten gegenüber ist einwandfrei. Untergebenen gegenüber setzt er sich durch. In persönlicher Hinsicht schätze ich Gravitz als einen absolut zuverlässigen, treuen, höchst ehrenwerten Charakter mit jener innerlichen Sauberkeit und Festigkeit, wie sie ihm das gebildete, geistig hochstehende Niveau seines Elternhauses mit auf den Weg gab, welche auch die Grundlagen seines eigenen, seltenen häuslichen Glückes in harmonischstem Familienleben geworden ist. Ernst Robert Gravitz war Reichsarzt SS und damit Chef aller SS-Ärzte im Dritten Reich. Gleichzeitig war er ab 1937 geschäftsführender Präsident des Deutschen Roten Kreuz. Er organisierte das DRK nach dem Führerprinzip und richtete es für den Kriegseinsatz neu aus. Er war verantwortlich für die grausamen Versuche an Menschen, die im NS-Staat durchgeführt wurden. Seine tatsächliche Rolle im NS-Staat ist bis heute nicht bekannt. Man kennt ihn also wirklich nur von Fotos und von Akten. Da habe ich ihn kennengelernt als einen sehr karrierebewussten Mann, also jemand, der also ein klassischer Aufsteiger wie viele junge Leute im Dritten Reich. Er war ja, als er Reichsarzt SS wurde und später geschäftsführender, stellvertretender Präsident, war er Mitte, Ende 30. Also er hat also im Dritten Reich eine ziemlich große Karriere gemacht und er hat sozusagen schon ein großes Karrierebewusstsein gehabt. Ich glaube, er war auch sehr ehrgeizig. Also das kann man sozusagen schon aus den Akten lesen. Das heißt, diese Aufgabe, die ihm hier übertragen wurde, das Rote Kreuz umzuordnen im Sinne Hitlers, die hat er schon sehr ernst genommen und die hat er auch mit voller Kraft sozusagen durchgeführt. Er hat ja einen Professorentitel bekommen, also er war, glaube ich, auch relativ eitel. Das sieht man in den Fotos auch an. Gleichzeitig ist es jemand, der sich eher auch zurückgehalten hat. Er war also der Mann in der zweiten Reihe. Er war auch der klassische Schreibtischtäter. So würde ich ihn charakterisieren. Ernst Robert Gravitz wurde 1899 in Charlottenburg geboren, damals die reichste Stadt Preußens, später Teil von Groß-Berlin. Ernst Robert wird in eine heile Welt hineingeboren. Sein Geburtshaus in der Knesebeckstraße liegt nahe am Saviniplatz, schon damals eine sehr gute Adresse. Sein Vater ist Dr. Ernst Gravitz, ein berühmter Hämatologe und ab 1904 Chefarzt am neu erbauten Krankenhaus Westend. Die Familie Gravitz bringt einige bedeutende Ärzte hervor. Zielstrebigkeit und Pflichtbewusstsein zeichnen sie aus. Ernst Gravitz erforschte die Pathologie und Therapie von Blutkrankheiten. In seiner wichtigsten Publikation über Blutgifte und Vergiftungen beschreibt er die Wirkungen von erstens Kohlenoxidgas, heute Kohlenmonoxid genannt, und von zweitens Blausäure. Gravitz Senior schreibt, dass durch die Einwirkung dieser Gifte eine innere Erstickung des menschlichen Körpers eintritt. Die Familie zieht 1905 an den Kurfürstendamm. Ernst Robert Gravitz schreibt in seinem Lebenslauf: Geboren am 8. Juni 1899 als Sohn des 1911 verstorbenen Oberstabsarzt AD Professor Dr. Med. Ernst Gravitz. Humanistische Schulausbildung, Notabitur.
Juni 1917 als Fahnenjunker ins hannoversche Jägerbataillon Nummer 10, Goslar. Zugführer Gasschutz. November 1917 ins Feld. März bis Juni 1918 Offizierskurs, dann zur Westfront. 18.09.1918 in englische Kriegsgefangenschaft. 5.11.1919 zurück aus England. Nachträglich Charakter als Leutnant. Abschied. Im September 1918 fordern die deutschen Generäle Hindenburg und Ludendorff den sofortigen Waffenstillstand. Es ist die Geburt der Dolchstoßlegende. Sie besagt, linke Kräfte hätten das Heer in der Heimat von hinten erdolcht und dadurch den Zusammenbruch Deutschlands verschuldet. Tatsächlich soll mit dieser Legende nur von der Unfähigkeit der Generäle abgelenkt werden. Die Revolution hat bereits Berlin erfasst. Philipp Scheidemann ruft am 9. November 1918 die Republik aus. Arbeiter und Soldaten, lasst also uns morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Das Ende des Deutschen Kaiserreichs ist besiegelt. Es herrscht Chaos. Kaisertreue und andere rechtsgerichtete Gruppierungen, zum Beispiel Freikorps-Truppen, schlagen gemeinsam linke Kräfte wie den Spartakusbund nieder. Grawitz wird nach seiner Rückkehr aus englischer Kriegsgefangenschaft Mitglied der rechten Einwohnerwehr Charlottenburg, danach des Berliner Freikorps Olympia als Führer einer MG-Kompanie. Die Weimarer Verfassung ist liberal-demokratisch und erfüllt dennoch viele Zentralforderungen der Revolution nicht. Großbanken, Großindustrielle und der Adel arrangieren sich irgendwie mit den demokratischen Kräften, arbeiten aber insgeheim an der Verwirklichung eines auf alten Werten beruhenden Deutschland. Grawitz studiert Medizin, wird Arzt und geht als Assistent an das Charlottenburger Krankenhaus Westend, das sein Vater bis zu dessen Tod geleitet hatte. Er heiratet 1926 Ilse Taubert, eine preußische Offizierstochter. Sein Protégé, Hermann Göring, schreibt ihm ein Empfehlungsschreiben, um seinen Eintritt trotz des geltenden Aufnahmestopps in die NSDAP vordatieren zu können. Grawitz schreibt, er sei beruflich von jüdischen Kreisen abhängig gewesen und habe deshalb nicht in die NSDAP eintreten können. Die NS-Rassenpolitik ist vor allem antijüdisch. Die Rassenfrage wird als Schlüssel zur Weltgeschichte propagiert. Sofort nach der sogenannten Machtübernahme, im Januar bzw. nach dem Wahlsieg der NSDAP 1933, wird diese Politik umgesetzt. Heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Wir haben nun in Paris und London und New York eine Zufluchtsstätte gefunden. Unsere Partei und unser Führer. Heil! 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 Adolf Hitler ist für viele Deutsche der Heilsbringer. Jeglicher Protest gegen die Bewegung wird sofort und erbarmungslos vom Regime beseitigt. Meine Herren, bald. Am 30. Januar hat sich in Deutschland eine Umwälzung vollzogen, die in unserer Geschichte einst mit Recht als die nationale Revolution bezeichnet werden wird. Dass ein solcher geschichtlicher Vorgang jede Kampfhandlung hie und da auch von bedauerlichen Erscheinungen begleitet ist, liegt auf der Hand. Während die jüdische Bevölkerung ausgegrenzt wird, wird der Staat total auf den Führer zugeschnitten. Erst die Streitkräfte und dann alle Mitglieder staatlicher Organisationen müssen einen Eid auf Hitler persönlich ablegen. Ich schwöre Adolf Hitler. Unverbrüchliche Treue. Unverbrüchliche Treue. Ihm und den mir von ihm bestimmten Führern. Unbedingten Gehorsam. Unbedingten Gehorsam. Im System Hitler
ist der im Januar 1940 erlassene geheime Führerbefehl Nummer 1 ein weiterer wichtiger Grundpfeiler. Der Befehl verlangt absolute Treue und absolute Geheimhaltung. Erst diese Zentralisierung der Macht auf die Person Hitler und die Pflicht zur absoluter Geheimhaltung haben die deutsche Massenmordmaschinerie ermöglicht. Ernst Robert Grawitz wird 1933 dirigierender Arzt am Krankenhaus Westend. Er entlässt sofort alle jüdischen Ärzte und macht aus der bisherigen Sozialhygienischen Akademie die Staatsmedizinische Akademie. Der Beruf des Arztes wird neu definiert. Die Ausbildung im nationalsozialistischen Sinn ist ab sofort Zweck der Lehre. Alle Ärzte, die im Staatsdienst tätig sein wollen, müssen Kurse an der neuen Akademie belegen. Auf dem Lehrplan stehen Rassenhygiene, spezielle Gesundheitsfürsorge und Gasschutz. Diesen Kurs leitet Grawitz, der im Ersten Weltkrieg im Gas- und Nebelzug gedient hatte. Mit Nebel ist Giftgas gemeint. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 ist der erste Akt im nationalsozialistischen Massaker gegen, Zitat, die Flut der biologischen Minderwertigkeit. Das Gesetz erlaubt es, sogenannte Erbkranke unfruchtbar zu machen, zu sterilisieren. Das Charlottenburger Westend ist nur eins der vielen Berliner Krankenhäuser, in denen Sterilisationen durchgeführt wurden. Am ehemaligen Erbgesundheitsgericht, an dem über die Sterilisationsanträge entschieden wurde, erinnert außen heute nichts mehr an diesen Teil der Geschichte des heutigen Landgerichts. Grawitz' prominentester Patient im Westend war Adolf Hitler. Der Führer hatte sich wegen seiner Magenbeschwerden mit Ballistol, einem Reinigungsmittel für Gewehre, vergiftet. Grawitz ließ ihm den Magen auspumpen. Eine große Karriere stand ihm nun bevor. Grawitz besaß dafür die besten Voraussetzungen, Ehrgeiz und Verschwiegenheit. 1935 wurde er Leiter des SS-Sanitätsamtes und Reichsarzt SS und damit zuständig für alle medizinischen Aufgaben der SS. Sein Schwiegervater Siegfried Taubert war inzwischen Burghauptmann der Wewelsburg geworden, einem Lieblingsort Heinrich Himmlers. Hier sollte als zentrale Versammlungsstelle der allerhöchsten SS-Offiziere das Reichshaus der SS-Gruppenführer entstehen. In der Wewelsburg zeugt noch heute das Fußbodenmosaik der Schwarzen Sonne vom okkulten Gedankengut Himmlers. Weltweit dient es rechtsextremen Kreisen als Erkennungs- und Heilszeichen. Grawitz war innerhalb weniger Jahre zum wichtigsten Mediziner Himmlers geworden. Die Forschungen seines Vaters über die Wirkung von Giftgasen hatte Grawitz schon am Westend weitergetrieben. Die Ergebnisse seiner Arbeiten waren in der damaligen Fachzeitschrift Die Gasmaske veröffentlicht worden. Das Zustandekommen einer akuten Vergiftung ist vor allem abhängig von der Konzentration des Giftes und der Dauer seiner Einwirkung. Die praktische Erfahrung zeigt stets, dass die schwersten Vergiftungen dann eintreten, wenn der Vergiftete in einem kleinen und fest abgeschlossenen Raum eine gewisse Zeit zugebracht hat. Bei intensiver Einwirkung des Kohlenmonoxids muss, bevor sich sekundäre Wirkungen einstellen können, durch Unmöglichkeit des O2-Transportes durch die hierfür unbrauchbar gewordenen roten Blutkörperchen eine innere Erstickung eintreten. Ernst-Robert Grawitz kam zunächst als stellvertretender Präsident und später als geschäftsführender Präsident ins Deutsche Rote Kreuz. Und er sollte das Deutsche Rote Kreuz noch enger an den NS-Staat binden, vor allem an Adolf Hitler binden.
Denn das Deutsche Rote Kreuz war ja seit 1921 ein Dachverband mehrerer lokaler Vereine, die sozusagen ein etwas polykratisches Gefüge. Und schon 1933 hat man das Rote Kreuz dann versucht gleichzuschalten, beziehungsweise hatte sich auch selbst gleichgeschaltet in den ersten Monaten. Es gab dann eine neue Satzung und es ist dann an die SA gebunden worden, personell, durch einen neuen stellvertretenden Präsidenten und auch einen neuen Präsidenten. Aber nach den Kriegsplanungen 1936 von Hitler war man angewiesen auf ein starkes Rotes Kreuz und auch auf ein Rotes Kreuz, was sozusagen Befehle ausführt. Und deswegen sollte es stärker an Hitler gebunden werden. Und das hat man getan, indem man einen hohen SS-Führer als stellvertretenden Präsidenten genommen hat. Und das war Gravitz. Das heißt, Gravitz' Aufgabe war es, das Rote Kreuz nach dem Willen der damaligen Machthaber neu zu ordnen, auch, wenn man so will, zu reformieren und nach dem Führerprinzip neu zu organisieren. Es gab dann eben keine Kreisvereine mehr, es gab dann Kreisstellen, es gab keine Landesvereine mehr, es gab Landesstellen. Es gab dann auch eine neue Satzung. Er hat das Vermögen des Roten Kreuzes hier in Babelsberg zentralisiert, was übers Reich verstreut war. Und das hat er eben gemacht, indem er sich neue Leute geholt hat, die die Erfahrung aus der SS mitbrachten und hier im Roten Kreuz anwenden konnten. Man darf auch nicht vergessen, es gab ja noch einen Präsidenten, Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha, der auch bei offiziellen Veranstaltungen dann im Rampenlicht stand. Und Gravitz tritt eher zurück. Seit April 1933 war Herzog Karl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha Präsident des Deutschen Roten Kreuz. Er war einer der wohlhabendsten ehemaligen deutschen Reichsfürsten und wurde zu einer der schillerndsten Figuren des NS-Staats. Karl Eduard gehörte zur alten Elite, die im neuen Reich Adolf Hitlers Einfluss und Bedeutung behalten wollte. Karl Eduard stammte aus einer der einflussreichsten europäischen Adelsfamilien. Er wurde im Jahr 1884 auf dem Landsitz Claremont in England geboren. Charles Edward, so sein Geburtsname, war Prinz von Großbritannien und Irland, Herzog von Albany und Enkel von Queen Victoria, deren früh verstorbener Ehemann Albert aus dem alten deutschen Adelsgeschlecht Sachsen-Coburg und Gotha stammte. Karl Eduards Vater Leopold, ein Bluter, starb noch vor Karls Geburt. Wichtigste Bezugsperson des zeitlebens kränkelnden Prinzen blieb bis an sein Lebensende seine Schwester Alice. Sie waren nicht nur Prinz und Prinzessin von Großbritannien, sondern engstens verwandt mit den in Deutschland und in Russland regierenden Adelshäusern. Charles Edward wurde bis zu seinem 14. Lebensjahr als königlicher Prinz erzogen und ließ sich zeitlebens mit königlicher Hoheit anreden. Schon als Schüler in Eton benahm er sich, entgegen der dort angewandten eher rustikalen, bodenständigen Erziehung, wie ein echter Snob. Mit dem Tod seines Onkels Alfred im Jahr 1899 ändert sich sein Leben abrupt. Charles' Großmutter, Queen Victoria, und sein Cousin, der deutsche Kaiser Wilhelm II., bestimmen Charles als Nachfolger Alfreds zum neuen Herzog von Sachsen, Coburg und Gotha. Widerwillig beugt sich Charles dem Diktat der Familienoberhäupter. Wilhelm II. Fühlt sich für seine Erziehung persönlich zuständig und macht Karl Eduard mit Biegen und Brechen zu einem richtigen Deutschen, der seinen Fürstenthron mit Erlangung der Volljährigkeit einnehmen soll. Karl Eduard zieht mit seiner Mutter und seiner Schwester nach Potsdam. Er wird von einem Privatlehrer unterrichtet und bekommt eine militärische Ausbildung an der preußischen Kadettenanstalt in Berlin. Die Erziehungsmethoden Kaiser Wilhelms, hier auf der Brust des jungen Herzogs sitzend, sind oft brutal und erniedrigend. Karl Eduard studiert in Bonn, befreundet sich dort mit dem Kaisersohn Eitel Friedrich und geht als Dr. Jur ab. 1905 heiratet er die vom Kaiser als Ehefrau bestimmte Viktoria Adelheid von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg und übernimmt die Herrschaft seines Herzogtums, was in Coburg mit »Heil unserm Herzog« gefeiert wird. Der junge Herzog regiert konservativ bis reaktionär, geht gern auf die Jagd und ist begeisterter Automobilist. Die adlige Welt Europas pflegt ihre angestammten Machtpositionen, besucht sich gegenseitig mit pompösen Inszenierungen und steuert damit zielsicher auf das Auseinanderbrechen der bisherigen Machtordnung zu. Getrieben vom Weltmachtstreben des deutschen Kaisers, der Marine und Militär aufrüstet, und ausgelöst durch die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand
und seiner Gattin Sophie in Sarajevo am 28. Juni 1914, taumelt ganz Europa wie bewusstlos in die große Katastrophe des Ersten Weltkriegs hinein. Der deutsche Kaiser mobilisiert Heer und Flotte, denn es muss denn das Schwert nun entscheiden. Karl Eduard, inzwischen streng kaisertreu, wird General der Infanterie. Das bedeutet für einen Bundesfürsten, dass er kein aktives Kommando führen muss, sondern die ihm unterstellten Truppen besucht und sie mit reichlich Orden auszeichnet. Herzog Karl Eduard ist technikbegeistert und industrieaffin. In der zu seinem Herzogtum gehörenden Stadt Gotha werden moderne Flugzeuge hergestellt. Große zweimotorige Bomber vom Typ Gotha bombardieren London. Sie sorgen für große Zerstörungen, hunderte Tote und Verletzte sind zu beklagen. Der englische König George V., auch er wie Karl Eduard aus dem deutschen Hause Sachsen, Coburg und Gotha, ändert daraufhin im Juli 1917 den Familiennamen in Windsor. Alle deutschen Titel seiner Familie werden gelöscht. Sein Asylangebot an Cousin Zar Nikolaus zieht George V. zurück. Im Juli 1918 werden der Zar und seine gesamte Familie von den Bolschewiki ermordet. Im letzten Kriegsjahr scheitert das deutsche Heer durch den Kriegseintritt der USA, den Einsatz britischer Panzer, Fehlentscheidungen der deutschen Heeresleitung und die Erschöpfung und schlechte Versorgungslage der deutschen Frontsoldaten. Hunger- und Lebensmittelrationierungen sind innerhalb des Deutschen Reichs schon lange an der Tagesordnung. Zwar hält die Westfront weiter stand, der Gewinn des Krieges aber erscheint unmöglich geworden. Im Felde unbesiegt wird zum Kern der Dolchstoßlegende. Am 11. November 1918, die Revolution ist im vollen Gange, wird das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Kaiser Wilhelms Abdankung war bereits im Zuge der Revolution am 9. November verkündet worden, der Kaiser ins Exil nach Holland geflohen. Karl Eduard präsentiert sich in seinem neuen Pass in Uniform und Stahlhelm und unterschreibt trotz der Fürstenenteignung weiterhin mit Herzog von Sachsen, Coburg und Gotha. Er lebt zurückgezogen auf der Feste Coburg und wehrt sich gegen seine Enteignung. Schließlich werden ihm Besitztümer im Wert von über 35 Millionen Reichsmark wieder zugesprochen. Der reaktionäre Fürst versteckt den von der Polizei gesuchten rechtsnationalen Anführer der Brigade Erhard in seinem Schloss und wird Mitglied in der Nachfolgeorganisation Konsul. Bereits 1922, während des Deutschen Tags in Coburg, lernt er Adolf Hitler kennen. Hitler schreibt in Mein Kampf, dass in Coburg viele Menschen in der nationalsozialistischen Bewegung die Institution erkannt hätten, die dem marxistischen Wahnsinn ein Ende bereiten werde. Welchen wirklichen Wahnsinn die NS-Bewegung in nicht allzu ferner Zukunft inszenieren würde, schrieb Hitler natürlich nicht. Karl Eduard unterstützt Hitler ab nun finanziell. Als strammer Nationalist wird er 1926 führendes Mitglied im Stahlhelmbund, deren Mitglieder sich als Reservearmee der durch den Versailler Vertrag auf 100.000 Mann beschränkten Reichswehr verstehen. Diese Reservearmee hat 500.000 Mitglieder. Man gibt sich republik- und demokratiefeindlich, offen rassistisch und antisemitisch. Bei den Wahlen zum Coburger Stadtrat 1929 wird die NSDAP erstmals stärkste Partei in einer deutschen Stadt. Die Fahne der Bewegung schmückt das erste Mal ein deutsches Rathaus. Karl Eduard lässt das Parteisymbol hoch oben auf dem Kirchturm seines Stadtschlosses anbringen. 1932 gründet er die Gesellschaft zum Studium des Faschismus, als deren Geschäftsführer er eifrig um Mitglieder wirbt. Der ehemalige Kronprinz Friedrich Wilhelm bringt die in Deutschland in nationalistischen Kreisen herrschende Stimmung so auf den Punkt. I absolutely believe in the future of my country. A nation that fought during 4.5 years against the whole world. And if America hadn't come in, would have beaten the Allies, will always in the end come out top.
Deutschland wieder groß machen. Dafür trommelt lautstark Adolf Hitler. Die Stimmung im Volk ist geradezu euphorisch, fantastisch, fast verblendet. Mit den Wahlen am 5. März 1933 ist die NSDAP stärkste Partei geworden. Hitler lässt sich von Kronprinz Wilhelm beglückwünschen. Goebbels gratuliert dem greisen Präsidenten Hindenburg. Der Reichstag hatte gebrannt, das Feuer vorsätzlich von Nationalsozialisten gelegt. Nun beginnt die Verfolgung der Juden. Der Judenboykott im gesamten Deutschen Reich am 1. April 1933 soll gezielt Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben verdrängen. Wer nicht deutsch und nicht national eingestellt ist, wird zum Feind, der unbedingt und unerbittlich bekämpft werden muss. Wenn Adolf Hitler auftritt, jubeln ihm entfesselte Massen zu. Was er sagt und brüllt, lässt deutlich das Ziel der neuen Macht erklingen. Rache. Volksgenossen, Volksgenossinnen, am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. Die Gegner des NS-Staats wurden öffentlich zur Schau gestellt. Wer seine Meinung laut sagte, wurde abgeführt und kam in erste wilde Konzentrationslager, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Die neue Zeit kannte nur noch eine Partei, eine Stimme, einen Führer. Karl Eduard war ein treu ergebener Anhänger des Führers geworden. Adolf Hitler wiederum stiftete das Coburger Ehrenzeichen als eine der höchsten Auszeichnungen des Dritten Reichs. Hitler machte den Ex-Fürsten zu einem seiner wichtigsten Helfer, der an der Spitze vieler NS-Organisationen stand, seine guten Kontakte in konservative Kreise dem NS-Staat nutzbar machte und zum wichtigsten politischen Emissär des Dritten Reichs wurde. Seine Gesinnung machte Karl Eduard international deutlich, als er während der Trauerfeier des englischen Königs George V., seinem Vetter, eine Generalsuniform der deutschen Wehrmacht mitsamt Stahlhelm trug. Karl Eduards wichtigster Posten war die Präsidentschaft des Deutschen Roten Kreuz. 1937 wurde ihm der Reichsarzt SS Ernst Robert Grawitz als geschäftsführender Präsident zur Seite gestellt, als Mann fürs Grobe. Hitler gratulierte seiner königlichen Hoheit per Telegramm. In der DAK-Satzung wurde nun der Sanitätsdienst im Krieg als wichtigste Aufgabe der vorher der Wohlfahrt dienenden Organisation festgeschrieben. Die Entwicklung des Deutschen Roten Kreuzes nach 1918 ist gekennzeichnet durch die Übernahme von Aufgaben wohlfahrtspflegerischer Art, die an sich dem Grundgedanken des Deutschen Roten Kreuzes wesensfremd sind. Nach Abgabe der wohlfahrtspflegerischen Aufgaben kann sich das Deutsche Rote Kreuz ganz der ihm vom Führer gestellten Aufgabe der Vorbereitung und Durchführung des Kriegssanitätsdienstes widmen. Es ist also durchaus falsch, das Deutsche Rote Kreuz mit weichlichen pazifistischen Ideen in Verbindung zu bringen. Leitgedanke kann nur der germanisch-nordische Gedanke der Ritterlichkeit sein, der auch dem Nationalsozialismus entspricht und der die Grundlage für die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes sein muss. Grawitz sollte das Deutsche Rote Kreuz völlig neu ausrichten. Wie hat er das gemacht? Er hat das sehr geschickt gemacht. Er hat sich Leute aus seinem Einflussbereich, aus der SS, er war ja Reichsarzt der SS seit 1935, er hat sich also Leute aus seinem Einflussbereich, aus der SS, ins Rote Kreuz geholt. Er hat sich zum Beispiel Oswald Pohl geholt. Das war der Verwaltungsexperte der SS. Der hat, so wie er die SS-Verwaltung umgekrempelt hat, hat er das Rote Kreuz nach dem Führerprinzip hier umgestaltet. Warum hat man das gemacht? Es war eine kriegswichtige Organisation. Und ab 1936 gab es diese Kriegsplanung, also musste man das Rote Kreuz auf Linie bringen. Es gab noch zwei weitere Gründe. Das Rote Kreuz hatte Vermögen, es hatte Liegenschaften, an die wollte man natürlich auch ran. Das heißt, ganz konkret gab es Kredite durch das Deutsche Rote Kreuz an die SS, weil die SS eigentlich permanent in Geldnot war. Personell funktionierte es so: Der Generalbevollmächtigte für alle vermögensrechtlichen Angelegenheiten war Oswald Pohl, der gleichzeitig Verwaltungschef der SS war. Das heißt,
Der Verwaltungschef der SS brauchte Geld, hat sich denn, wenn man so will, an sich selbst gewandt und hat gesagt, lieber Generalbevollmächtigter, also hat quasi ein Selbstgespräch geführt, kannst du mir einen Kredit bewilligen? Das ist natürlich ein, wenn man heute würde man sagen, ein In-sich-Geschäft. Er hat dann das Mützchen gewechselt und hat sich dann sozusagen als Generalbevollmächtigter selbst einen Kredit bewilligt. So ist das relativ unproblematisch gelaufen. Diese Kredite wurden verwendet für verschiedene Organisationen der SS, wie zum Beispiel die Externsteine-Stiftung. Das war so ein Kultort der Nationalsozialisten und vor allem der SS, die dort restauriert werden sollte. Das Geld ist aber auch verwendet worden für die SS-Unternehmungen. Die SS hatte ja Betriebe, Wirtschaftsbetriebe, und die brauchten auch ständig Kredite, um sozusagen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und auch da floss DAK-Geld hin. SS-Gruppenführer und Ministerialrat Pohl besorgte sich eine seiner Dienststelle in Berlin-Dahlem nahegelegenen Wohnstätte auf seine, für höhergestellte NS-Größen nicht unübliche Art und Weise. Er wandte sich an den Stadtpräsidenten Abteilung Entjudung, um die Villa einer verwitweten, alleinstehenden Frau, einer Jüdin, als Dienstwohnung im Rahmen einer Entjudungsaktion zu erhalten. Bisherige Verhandlungen seien ergebnislos verlaufen, offenbar wolle die Frau, wie alle Juden, nicht freiwillig verkaufen. Innerhalb weniger Tage bekam Ministerialrat Pohl Haus und Grundstück unentgeltlich zugesprochen. Und der dritte Grund war, die SS war für die Konzentrationslager zuständig und das Rote Kreuz hatte internationale Verflechtungen über das internationale Komitee vom Roten Kreuz. Und es gab natürlich Anfragen aus dem Ausland, was sind eigentlich diese Konzentrationslager? Man wollte sie besichtigen. Und das Deutsche Rote Kreuz hat dann für die Reichsregierung, für die Gäste vom Internationalen Roten Kreuz, solche Besichtigungen organisiert. Also auch vor dem Krieg schon. Und hat natürlich die Konzentrationslager gesehen und wollte sich einen Überblick verschaffen. Das war sozusagen eine wichtige Aufgabe des Roten Kreuzes, das zu vertuschen, was in den Konzentrationslagern passiert. Und Grawitz hat das jemanden übergeben, der sozusagen eng in seinem Umkreis war, das war Ferdinand Berning, Dr. Ferdinand Berning. Der hat diese Besuche organisiert vom Internationalen Roten Kreuz in Konzentrationslagern wie beispielsweise Dachau. Und das Perverse an der Sache ist, oder das Perfide an der Sache ist, dass Berning selbst Lagerarzt vorher im KZ Esterwegen war, Teil des SS-Sanitätsdienstes. Er die Zustände in KZs kannten, diese unmenschlichen Zustände, und quasi dann für Grawitz als DAK-Mann diese Besuche organisiert haben, die dann auch zu einem vollen propagandistischen Erfolg wurden. Man hat den Leuten dort etwas vorgespielt, man hat dann also einen Teil des KZs nur gezeigt, der ganz gepflegt war mit Gärten und so weiter. Und der Bericht des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz fällt dann auch entsprechend positiv auf. Also das war schon sehr perfide, dass diese Leute dort nach Deutschland kamen und sahen Leute in DAK-Uniformen mit dem Roten Kreuz, was sie vielleicht nicht wussten oder vielleicht auch nicht wissen wollten, dass das eigentlich SS-Leute waren, die sich quasi, wenn man so will, nur die DAK-Uniform übergestreift haben. Sie waren zwar fürs DAK tätig, aber sie haben natürlich in dieser Mission im Sinne ihrer Auftraggeber gehandelt. Man darf sich das Dritte Reich ja nicht vorstellen. Es gab Hitler und alle haben ihm gehorcht. Es gab verschiedene Machtbereiche innerhalb des NS-Staates. Die SS war einer davon, die Hitler direkt unterstellt war, die Ministerialbürokratie, zum Teil sogar noch aus der Weimarer Republik mit einigen Leuten besetzt, war ein anderer Teil. Und das Rote Kreuz war immer sehr stark ans Innenministerium angebunden und es sollte aus dieser Ministerialbürokratie etwas herausgeholt werden und stärker sozusagen an Hitler direkt gebunden werden. Man hat versucht, andere Organisationen stärker an die SS zu binden, indem man eigene Leute an die Spitze dieser Organisation gesetzt hat.
Die SS hat es beispielsweise bei ihren Wirtschaftsunternehmungen gemacht, indem treue SS-Leute gleichzeitig zu Geschäftsführern dieser eigentlich rechtlich selbstständigen Unternehmen gemacht wurden. Und beim Roten Kreuz hat man dasselbe Prinzip angewendet. Man hat also Oswald Pohl und auch Grawitz in ihrer eigentlichen Funktion in der SS belassen. Sie haben nie ihre SS-Dienstränge verloren. Sie standen, wenn man so will, weiter auf der Paylist der SS. Sie waren weiterhin Himmler unterstellt und haben natürlich auch im Sinne der SS dann in ihrer neuen Funktion in den anderen Organisationen auch im Sinne der SS und im Sinne des NS-Staates agiert. Das war der Sinn dieser Doppelunterstellung. Es war ein Machtprinzip, wenn man so will. Man hatte also immer die Möglichkeit, wenn einem was nicht gepasst hat, was das Rote Kreuz macht, dann konnte Himmler auf Grawitz zugehen und sagen, du pass mal auf, du bist quasi mir unterstellt als SS-Mann und du machst es bitte so und so. Also das ist sozusagen ein Machtprinzip gewesen, um sich bei einer anderen Organisation, die man vielleicht nicht direkt, das war ja keine Tochterorganisation der SS, das Rote Kreuz. Das hat man schon nach außen gewahrt. Aber indem man dort Personen hingesetzt hat, die gleichzeitig SS-Führer waren, hat man sich die Loyalität dieser Person und der Organisation gesichert. Grawitz machte weiter Karriere. Er reiste mehrmals nach Genf zum Internationalen Komitee des Roten Kreuz, wo es ihm durch taktisches Lavieren und Hinhalten gelang, etwaige Interventionen bezüglich der Lager zu verhindern. Dank seines Ministerialpasses konnte er frei und ungehindert ins Ausland reisen. Himmler ernannte Grawitz auch zum aufsichtsführenden Mitglied des Vereins Lebensborn. Im Lebensborn sollte erbgesunder Nachwuchs rheinarischer Abstammung herangezogen werden, auch außerhalb der Ehe. Himmler persönlich handelte danach und hatte zwei uneheliche Kinder mit seiner Sekretärin. Auf dem Obersalzberg herrschte in den Anfangsjahren der Diktatur betriebsame Langeweile. Albert Speer, Baumeister des Neuen Reichs, blätterte entspannt in Zeitschriften, während Joachim von Ribbentrop, Reichsminister des Auswärtigen, freundlich in Eva Brauns Kamera lachte. Ständiger Gast auf dem Obersalzberg war auch Dr. Karl Brandt, seit 1935 Hitlers Begleitarzt und ab 1939 Beauftragter für die T4-Aktion, Deckname für die Massenmorde der Euthanasie. Grundprinzip der NS-Medizin war die Selektion minderwertigen Lebens. Der reinrassige Arier hatte gesund zu sein, ebenso bestand die Pflicht, Minderwertige zu melden. Alles Weitere entschieden dann Amtsärzte, die ihre rassenhygienische Ausbildung an der von Grawitz gegründeten Staatsmedizinischen Akademie erhalten hatten. Hitler erlaubte mit seinem auf den 1. September 1939 zurückdatierten Euthanasieerlass die Tötung unheilbar Kranker, euphemistisch als Gnadentod bezeichnet. Diese Datierung hatte ihren Grund. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Schon kurz nach dem 1. September, dem Überfall auf Polen, dem Einmarsch deutscher Truppen und schweren Bombardierungen, war es zu Massakern an gefangenen polnischen Soldaten gekommen. Für die notwendige Unterbringung deutscher Soldaten hatte man auch eine Lösung parat: die Ermordung der Insassen von Pflegeheimen. Oft unter dem Deckmantel des Roten Kreuz. Die frei gewordenen Gebäude wurden dann schnell zu Kasernen umfunktioniert. Grawitz wurde auf Befehl Himmlers mit seinem Dienstwagen, Kennzeichen SS-13, zu sanitätsdienstlich-informatorischen Zwecken in die eroberten Gebiete geschickt. Grawitz erledigte seine Aufgaben als DRK-Geschäftsführer smart, freundlich, höflich. Er präsentierte das von ihm initiierte motorisierte Bereitschaftslazarett als großes Wunder der Technik für den praktischen Einsatz. Die 32 Baracken des Lazaretts mitsamt zwei Feldküchen waren auf 8 LKWs mit Anhängern, zwei Omnibussen und anderen Begleitfahrzeugen verstaut. Die gesamte Einheit war autonom und schnell überall einsetzbar. Das Personal bestand aus dem Chefarzt, dem Apotheker, Fachärzten und Krankenschwestern. Insgesamt konnten bis zu 400 Patienten stationär behandelt werden. Auf diese technische Errungenschaft war Grawitz sichtlich stolz. Sie wurde zuerst im Balkanfeldzug 1941 in Serbien, Galizien und Bessarabien zur medizinischen Untersuchung sogenannter Volksdeutscher vor deren Rückführung ins Reich eingesetzt. Grawitz erklärte auch öffentlich, welche Aufgaben und Ziele das DRK im Krieg verfolge und warum das deutsche Volk dafür spenden sollte.
Das Deutsche Rote Kreuz ist dem Wesen der Sache nach darauf eingestellt, den wichtigsten Teil seiner Arbeit im Verborgenen zu leisten. Die Männer und Frauen stehen jetzt vor der ganzen Verantwortung, die der Krieg in seinen Forderungen an die Leistungen des Deutschen Roten Kreuzes stellt. Dazu braucht das Deutsche Rote Kreuz die Hilfe des deutschen Volkes, denn ohne sie kann es seine Aufgaben nicht erfüllen. Man braucht Männer und Frauen, man braucht die Hilfe, aber auch in materieller Hinsicht. Jeder Einzelne im Deutschen Roten Kreuz, wo er auch stehen mag, weiß, dass er an seiner Stelle dazu beizutragen hat, durch unerschütterliche Zuversicht und treueste Pflichterfüllung den Endsieg des deutschen Volkes in diesem weltentscheidenden Ringen mit herbeizuführen. Das Deutsche Rote Kreuz wird glücklich sein, wenn das deutsche Volk ihm die Kräfte und Mittel gibt, sein Werk mit diesem großen Ziel zu leisten. Das Gebäude ist im Moment Teil der Universität Potsdam. Also Campus Babelsberg, und ist gebaut worden als Präsidialgebäude des Deutschen Roten Kreuzes. Hier saß also die Spitze des Roten Kreuzes für das gesamte Deutsche Reich. Hier saß der Präsident, der geschäftsführende Präsident, die Amtschefs, und für das Deutsche Rote Kreuz ist dieses Gebäude gebaut worden zwischen 1939 und 1943. Und wir alle wissen, 1945 war der Krieg zu Ende. Das heißt, es ist dann wirklich nur 2 Jahre genutzt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren hier die Russen drin bis 1953. Und dann ist es an die Akademie für Staat und Recht gegangen, die zwischenzeitlich auch mal Walter Ulbricht hieß. Hier wurden dann Diplomaten ausgebildet für die DDR, Leute, die in den Justizdienst gingen, Leute, die in die Kommunalpolitik gingen. Man nannte es auch die Kaderschmiede. Es ist allein imposant durch seine Größe. Es ist ja über 160 Meter lang. In der Mitte haben wir einen Mittelrisaliten, der das Gebäude, der die Mitte, den Eingang betonen sollte. Und wenn man dann in das Gebäude geht, findet man relativ edle Materialien. Wir haben weißen Marmor, wir haben schwarzen Marmor hier auch auf dem Boden. Wir haben Travertin. Hier sollte ja ein Spitzengebäude, das ist ein Zitat, entstehen für das neue Deutsche Rote Kreuz im Staat Adolf Hitlers. Das Rote Kreuz sollte sich einreihen in den NS-Staat und man wollte dem auch durch eine herausgehobene Architektur Ausdruck verleihen. Das war, wenn man so will, ein Appellraum. Also es gab ja sogenannte Appelle, da hat sich dann die gesamte Belegschaft, früher hat man gesagt Gefolgschaft, des Präsidiums hier versammelt und hier wurden wichtige Dinge verkündet. Hier wurden Auszeichnungen vorgenommen. Es gibt viele historische Fotografien, wo Ernst Robert Grawitz zum Beispiel DAK-Schwestern oder andere DAK-Leute auszeichnet für besondere Leistungen. Hier fand aber auch einer der letzten Zusammenkünfte statt, 1945, wo dann nochmal Zyankali-Kapseln verteilt wurden an die Gefolgschaft, für die Leute, die sich das Leben nehmen wollten, wenn die Russen hier einmarschieren. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist im Rahmen des Völkerrechts souveränen Staaten ebenbürtig. Die nationalen Organisationen sind eigenständig und sollen als neutrale Instanz Menschen in Not helfen. In internationalen Konflikten hat das Komitee den Auftrag, die Einhaltung des humanitären Rechts und die Versorgung Kriegsgefangener mit Lebensmitteln zu überwachen. Paketsendungen in deutsche Konzentrationslager wurden erst im Oktober 1942 zugelassen, allerdings nicht an Juden und sowjetische Kriegsgefangene. Das Selbstverständnis des Deutschen Roten Kreuzes, was mal war, allen Menschen zu helfen, hatte sich ja im Dritten Reich gewandelt. Man hat versucht, die Gesundheit von den Menschen zu erhalten, die einem wichtig waren. Das waren die Arier und Leute, sogenanntes lebensunwertes Leben, Menschen, die also nicht den Idealen der Nationalsozialisten entsprachen. Da waren die Ärzte wiederum auch dafür zuständig, Leben zu beenden. Denken wir an die ganze Frage der Euthanasie, diese ganzen Sterilisationsfälle in den Konzentrationslagern, für die auch Grawitz tätig war, an die Menschenversuche an Konzentrationslagerhäftlingen und natürlich dann an den Holocaust, an die Todeslager. Und das war, glaube ich, für Grawitz kein Widerspruch. Also für uns ist es heute natürlich ein Widerspruch, dass ein Arzt, der sozusagen ja einen bestimmten ethischen Regeln fällt, moralischen Regeln folgt, dass so jemand gleichzeitig für die Ärzte in den KZs zuständig war. Aber für ihn ging das, glaube ich, gut zusammen, weil es war ein neues
Ärztebild, was es damals gab, und er war sozusagen der Prototyp dafür. Das neue Ärztebild im Nationalsozialismus wurde vom Reichsarzt SS Professor Dr. Grawitz als Herausgeber der Schriftenreihe Ewiges Arzttum weiterentwickelt. Die Reihe formulierte die neue Ethik der Medizin ganz im Sinne der NS-Rassenideologie, überzeugt von der ewigen Kraft des auch heute noch jungen und unverbrauchten germanischen Blutes. Der erste Teil der Reihe beschäftigte sich mit Paracelsus, auch der, wie so viele, ein Judenhasser. Das Vorwort verfasste Grawitz selbst. Der jüdische Arzt versteht sich zwar auf Kurpfuscherei, aber nicht auf Heilkunde. Sein verderblicher Einfluss im Volke muss unter allen Umständen bekämpft und gebrochen werden. Aus Paracelsus spricht unverkennbar der rassische Instinkt gegenüber dem Angehörigen einer Gegenart, unerbittlich und kämpferisch. Paracelsus vereinte in sich dieses. Er war Deutscher, eine unvergleichliche Arztpersönlichkeit und ein entschiedener Kämpfer für die Reinerhaltung der deutschen Heilkunde von eigensüchtiger Kurpfuscherei. Man hatte schon, glaube ich, nichts weniger als so eine Art perfekten Menschen. Man wollte auch eine Rasse züchten. Das, was man sozusagen eher bei Tieren gemacht hat, wollte man jetzt auch bei den Menschen machen. Die arische Rasse sollte sich zur führenden Rasse auf der Welt entwickeln. Das sind ja alles Dinge, die wir heute gar nicht in den Kopf bekommen, weil sie so absurd sind. Aber das war schon sozusagen das Ziel. Und sollte sozusagen der deutsche Volkskörper genesen. Das sind ja alles ideologische Phrasen, die da auch gedroschen wurden. Aber das waren ja nicht nur Phrasen, sondern die hatten ganz konkrete Auswirkungen, dass Leute dann wirklich umgebracht wurden, weil sie eben nicht in dieses Idealbild passten. Es ist keine angenehme Aufgabe. Aber man muss schließlich auch bereit sein, unangenehme Arbeiten zu übernehmen. Ich schließe mich nicht von diesen Unannehmlichkeiten aus und werde bereit sein, nach Errichtung der ersten Tötungsanstalt die Tötung des ersten Geisteskranken selbst durchzuführen. Die Euthanasie in Deutschland begann mit der Ermordung körperlich oder geistig behinderter Kinder in über 50 Kinderfachabteilungen bestimmter Anstalten, die laut amtlicher Mitteilung beste Pflege und im Rahmen des Möglichen neuzeitliche Therapie boten. Die erste Tötung Erwachsener in Deutschland wurde im ehemaligen Zuchthaus Brandenburg im Januar 1940 durchgeführt. Wie zuvor im besetzten Posen mit Kohlenmonoxidgas in einem kleinen Raum, ähnlich einem Duschraum. In der nun T4 genannten Aktion, nach der Zentraldienststelle in der Berliner Tiergartenstraße 4, wurden Insassen von Heil- und Pflegeanstalten getötet. Für die Tötung von den in Lagern befindlichen Patienten war Grawitz federführend. Diese Aktion bekam das Kürzel 14F13. 14 stand für die Inspektion der Konzentrationslager, F für Tötung, 13 für Gas. Rote und später grau gestrichene Reichspostbusse der gemeinnützigen Krankentransportgesellschaft GKRAD verlegten die Opfer zu den Tötungsanstalten, wobei der Begriff Verlegung die Tötungsaktion verschleiern sollte. Die teilweise mehrmals pro Woche durchgeführten Transporte zu den Tötungsanstalten wie Hartheim, Grafeneck oder Hadamar blieben den Anwohnern keineswegs verborgen. In Hadamar stieg dunkler, beißend riechender Rauch aus dem Schlot auf, wenn die Getöteten im Krematorium verbrannt wurden. Die offizielle Aufstellung bezifferte die Anzahl der desinfizierten Opfer mit über 70.000. Man rechnete auch genau vor, wie viel Geld die Tötung dieser Menschen innerhalb ihrer angenommenen Lebenserwartung von 10 Jahren gespart habe. Widerstand kam nicht nur aus der Bevölkerung. Bischof von Galen aus Münster hatte den Mut, öffentlich gegen die Aktion aufzutreten und prangerte in seinen Predigten die Tötung Unschuldiger an. Die Euthanasieaktion wurde im August 1941 offiziell beendet, ging aber tatsächlich im Geheimen weiter. In ganz Europa wurden dabei weit mehr als 200.000 Menschen getötet. Frankreich war inzwischen in einem rasanten Feldzug besiegt worden. Hitler posierte werbewirksam mit Speer und dem Bildhauer Arno Breker vor dem Eiffelturm.
Der DRK-Präsident inspizierte währenddessen, so die offizielle Bildunterschrift, die Untersuchung französischer Frauen, die in Deutschland Arbeit suchten. Karl Eduard reiste fast 40 Mal ins Ausland und machte 2 Weltreisen. Er traf den amerikanischen Präsidenten Roosevelt, den japanischen Kaiser Hirohito und den russischen Volkskommissar für auswärtige Angelegenheit Molotow und betrieb dabei Werbung und Außenpolitik für das Dritte Reich. Das DRK wurde als Tarnorganisation für den geplanten Völkermord gebraucht. Dazu musste auch das Internationale Rote Kreuz in Genf immer wieder beschwichtigt werden. Grawitz erläuterte dem Präsidenten des IKRK Huber die neue soldatische Ausrichtung des DRK und dessen Ritterlichkeit und sittliche Verantwortlichkeit vor einer höheren Macht. Huber erwiderte diplomatisch, die Ausgestaltung der Rotkreuz-Organisationen obliege ausschließlich den jeweiligen Nationen. Herzog Karl Eduard saß nicht nur immer in der vordersten Reihe des Nazi-Regimes, er war auch Gründer, Mitglied und Präsident unzähliger NS-Organisationen von Vereinen und Großfirmen. Als Präsident der Vereinigung Deutscher Frontkämpferverbände band er auch die internationalen ehemaligen Frontkämpfer an das Dritte Reich, hier bei einer Veranstaltung mit dem italienischen Duce Mussolini. Durch die Heirat seiner ältesten Tochter Sibylla mit Prinz Gustav Adolf von Schweden knüpfte Karl Eduard weitere internationale Verbindungen. Karl Eduard ist der Großvater des heutigen Königs von Schweden. Als Queen Victorias Enkel hatte Karl Eduard immer eine besondere Beziehung zu England. Als Präsident der Deutsch-Englischen Gesellschaft, hier im Gespräch mit dem britischen Botschafter Neville Henderson, half er auch hier, die wahren Absichten und Ziele des NS-Staats auf internationalem diplomatischem Parkett zu verschleiern. Über seine Schwester Prinzessin Alice hatte er weiterhin Zugang zur königlichen Familie. Ihre eigenen Verbindungen waren auch international äußerst einflussreich. Der Angriff der deutschen Luftwaffe auf England zeigte das wahre Gesicht des Dritten Reichs. Täuschung, Überrumpelung, brutaler Angriff. Im sogenannten Blitzkrieg wurden mehr als 43.000 Zivilisten getötet. Große Teile der Londoner City wurden zerstört. Nur die Kathedrale St. Paul's blieb wie durch ein Wunder verschont. Der amerikanische Präsident Roosevelt beurteilte die Situation eindeutig. In den vergangenen Jahren haben Sie und ich ein Ereignis nach dem anderen erlebt. Jedes einzelne war ein Schock für unsere Hoffnung auf die friedliche Entwicklung der modernen Zivilisation, wie wir sie kennen. Der Angriffskrieg gegen die Sowjetunion, Plan, Unternehmen oder Ansatz Barbarossa genannt, war lange vorbereitet worden. Diesmal sollte die Sowjetunion wieder in einem überraschenden und schnellen Feldzug, einem Blitzkrieg, besiegt werden. Nach deutschen Planungen wurde mit 30 Millionen Toten auf der gegnerischen Seite gerechnet. Laut Generalplan Ost sollte dadurch Lebensraum im Osten geschaffen und der als jüdisch angesehene Bolschewismus für immer vernichtet werden. Im deutschen Kriegssommermärchen von 1941 folgte Sieg auf Sieg. Die Ausschaltung der russischen Luftwaffe am Boden ermöglichte den schnellen Vormarsch des Heeres. Die deutschen Generäle prophezeiten den Sieg bis Ende des Jahres, trotz der katastrophalen Nachschubsituation und Planungsfehlern. Es gab zum Beispiel einfach keine Winterausrüstung. Die Wehrmacht ging befehlsmäßig äußerst brutal vor. Die politischen Kommissare, Führer der sowjetischen Einheiten, wurden erst an Ort und Stelle, später nach dem Transport in deutsche Konzentrationslager liquidiert. Schon zu Beginn des Russlandfeldzugs kam es in den eroberten Gebieten zu grausamsten Gewaltexzessen und Massakern an der jüdischen Bevölkerung, die von Einheimischen unter den Augen deutscher Soldaten in einer Art Blutrausch begangen wurden, wie zum Beispiel in Solotschi in der Ukraine. Reichsmarschall Göring erteilte Reinhard Heydrich, Chef des Sicherheitsdienstes, im Juli 1941 den Auftrag, die Judenfrage zu lösen. Ziel der nun anlaufenden Aktion Reinhard war die Vernichtung der Juden. Die in Görings Befehl genannte Evakuierung bzw. Auswanderung bedeutete in der NS-Sprache, wie das in der Euthanasie verwendete Wort Desinfektion, nur eines, den Tod.
Streng bewachte und mit Stacheldraht umzäunte jüdische Ghettos wurden eingerichtet. In diesen Sammellagern, den Vororten der Vernichtung, wurden oft Selbstverwaltungen eingesetzt, sogenannte Judenräte. Sie mussten alles regeln. Das tägliche Elend, den Nahrungsmangel und später den Abtransport in die Todeslager. Währenddessen ermordeten Einsatzgruppen, eine Art Todeskommandos, Angehörige der Eliten, Kommunisten, Roma, als asozial bezeichnete Menschen, die jüdische Landbevölkerung. Ziel waren judenfreie Territorien. Das Problem war, so viele Menschen, wie man töten wollte, konnte man nicht erschießen. Man begann deshalb in einigen Konzentrationslagern, zum Beispiel im KZ Mauthausen in Österreich, Menschen in umgebauten Lastwagen zu vergasen. Aber auch diese Mordmethode war grausam, schmutzig und vor allem zu zeitaufwendig. Die Fahrzeuge, umgebaute LKWs verschiedener Typen, mussten präpariert mit den Delinquenten beladen werden und dann einige Zeit fahren, bis alle Insassen durch das Einatmen der Motorabgase tot waren. Das funktionierte nicht immer. Die LKWs waren oft nicht einsatzbereit. Andere Fahrzeuge benutzten Gasflaschen, deren tödlicher Inhalt, Kohlenmonoxidgas, in die abgedichteten Kastenaufbauten geleitet wurde. Hier war das Problem, dass die Gasflaschen aus dem Reich angeliefert werden mussten. Die brutalste Mordmaschinerie der Menschheitsgeschichte wurde in den Vernichtungslagern errichtet. Das Deutsche Rote Kreuz wurde dabei benutzt, um Millionen Menschen, die getötet werden sollten, zu täuschen. Sie sollten bis zuletzt an die Lüge von der Umsiedlung in Arbeitslager glauben. Das größte Vernichtungslager war Auschwitz. Nach Ankunft der Transporte wurden die Menschen von einem SS-Lagerarzt selektiert in diejenigen, die noch arbeiten konnten, und in die als arbeitsunfähig eingestuften, die sofort ins Gas geschickt wurden. Diese Fotos zeugen von der von Adolf Eichmann organisierten Ungarn-Aktion, bei der innerhalb weniger Wochen 400.000 Menschen getötet wurden. Die Holocaust-Überlebende Lili Jakob hat das Fotoalbum nach ihrem Abtransport aus Auschwitz zufällig im KZ Dora im Harz gefunden. Diese Fotos sind das einzige fotografische Beweismaterial für die Ankunft von Juden in Todeslagern überhaupt. Das Grauen aber ist und bleibt unaussprechlich. Das war ein sehr grausamer und sehr ein peinlicher Tod für die Henker. Für die war es leichter, weil es für sie ein anonymes Sterben war. Und kostete nicht mehr für den Henkern, kostete nicht mehr nur das Bewusstsein, dass sie eine gute Sache machen. Und zweitens, dass sie einen Hammer zu dem brauchen, dass sie den Gas zu dem brauchen und dass sie eine Gasmaske zu dem brauchen. Das war genügend. Grawitz war gleichzeitig im Stab von Reichsführer SS von Himmler, war dort Reichsarzt SS. Er war gleichzeitig auch Chef des SS-Sanitätsamtes, als er seine Funktion im Roten Kreuz übernahm. Und er war in diesen beiden Funktionen zuständig für alle sanitätstechnischen Belange innerhalb der Schutzstaffel. Er war sozusagen verantwortlich für die gesamten SS-Ärzte, die sich gekümmert haben um die Mitglieder der allgemeinen SS, aber auch der Totenkopfverbände, die ja gleichzeitig die Wachmannschaften stellten für die Konzentrationslager. Er war aber auch zuständig für die Betreuung der Waffen-SS.
In dieser Tätigkeit hat er eben die Ärzte ausgesucht, die sozusagen die normalen SS-Leute betreut haben. Er hat aber auch die Ärzte ausgesucht, und das war Teil seiner Aufgabe, die dann Lagerärzte in den Konzentrationslagern wurden, die ja von der SS mehr und mehr und dann später komplett verwaltet wurden. Später, als die Todeslager gegründet wurden, beispielsweise Auschwitz, da hat er auch die Ärzte, war er dafür zuständig, die Ärzte auszusuchen, die dann an der Rampe standen. Auschwitz-Lagerarzt Dr. Krämer beschrieb in seinem Tagebuch die ärztlichen Fähigkeiten seines obersten Vorgesetzten Grawitz, der als erste Medikation bei Infektionskrankheiten ein Abführmittel empfahl. Zwei Tage vor Grawitz war Pohl, der SS-Verwaltungschef, im Lager gewesen. Dr. Krämer freute sich bei gebackenem Hecht, Bohnenkaffee, Bier und Brötchen über den Besuch. Der bekannteste Lagerarzt ist sicher Dr. Mengele, der sich mit seiner in Auschwitz durchgeführten Zwillingsforschung habilitieren wollte und dazu auch histologische Schnitte vom Kopf der Leiche eines 12-jährigen Mädchens benötigte. Die im Häftlingskrankenbau durchgeführten Experimente an Menschen wurden, wie fast sämtliche anderen Menschenversuche, unter Aufsicht des Reichsarzt SS Dr. Grawitz durchgeführt. Diese Experimente, zum Beispiel die des Dr. Klauberg zur Unfruchtbarmachung von Frauen, gehören zu den widerlichsten Unmenschlichkeiten, zu denen Menschen eben doch fähig sind. Im Namen von Forschung, Wissenschaft und der eigenen Karriere. Reichsführer, SS-Brigadeführer Professor Dr. Brandt ist an uns mit der Bitte herangetreten, eine im Versuchsstadium befindliche neue Heilsalbe gegen Phosphorverbrennungen praktisch zu erproben. Da ich eine Erprobung dieser Salbe bei Terrorangriffen an Volksgenossen für zeitraubend und in Bezug auf die Versuchsmethodik unzuverlässig halte und da mir auch Tierversuche in Anbetracht der Bedeutung des Problems für nicht genügend beweiskräftig erscheinen, bitte ich gehorsamst um Ihre grundsätzliche Erlaubnis, Reichsführer, im Häftlingsrevier des Konzentrationslagers Sachsenhausen an einzelnen sowie durch Krankheit arbeitsunfähigen Häftlingen entsprechende Versuche durchführen lassen zu dürfen. Der Reichsführer SS hat von Ihrem Brief Kenntnis genommen. Er ist damit einverstanden, wenn die Versuche gemacht werden. Für sehr gut hielte es der Reichsführer SS auch, wenn auch an Juden Versuche gemacht würden. Heil Hitler, Ihr Himmler. Die SS genoss in den Konzentrationslagern nicht nur ausgezeichnete Verpflegung und viel Urlaub, man feierte noch im Spätsommer 1944 die Eröffnung des neuen SS-Lazaretts Auschwitz. Betrieben wurde es vom Deutschen Roten Kreuz mit Rundum-Service, Zahnstation und Kinder- und Säuglingsabteilung für die Versorgung von im Lager beschäftigter Frauen. Für die KZ-Häftlinge war alles ganz anders. Alles war erlaubt. Und nichts war erlaubt. Man durfte sich alles nehmen, aber man durfte sich nicht erwischen lassen. Geld und Gold war selbstverständlich verboten zu haben. Darauf war nur eine Strafe. Tod. Tod im Lazarett. Lazarett war eine Schießstelle. Mit einem Genickschuss. Ja. Eine Schießstelle mit Rotem Kreuz, mit Emblem des Roten Kreuzes. Trotzdem hat fast jeder Geld und Gold gesammelt, sei es für die Eventualität einer Flucht, sei es etwas dem Kapo zu geben, damit ihn der Kapo nicht eventuell vorschlägt zur Arbeit, für die Arbeit bei den Gaskammern. Wir haben alle Angst gehabt, die Welt wird nie erfahren, was im 20. Jahrhundert unter Menschen mit so einer hohen Kultur möglich ist.
Auch direkt bei den Gaskammern und Krematorien wurde das Emblem des Roten Kreuz zur Täuschung benutzt. Was sollte schon Schlimmes passieren, wenn hier am Tor der Fabriken mit den rauchenden Schloten Rotkreuzwagen standen? Tatsächlich hatte der Sanitätswagen das Gift aus der Rotkreuz-Apotheke hierher gebracht. In der Heimat bat das DRK um reichlich Spenden, um den immer weiter aufgeblähten Haushalt überhaupt finanzieren zu können. Wiederholte Winterhilfeaktionen, Geldlotterien, sogar Goethe und Gründgens wurden für die Werbung eingespannt. Im August 1941 hatte das Auslandsamt des DRK dem Internationalen Roten Kreuz das letzte Mal gestattet, ein Lager für Kriegsgefangene zu besuchen. Einen eindeutigen Widerspruch gegen die Abschottung und die einigermaßen bekannte Situation in den Konzentrationslagern wagte das Internationale Rote Kreuz nicht. Man agierte lieber weiter diplomatisch, anstatt das, was man wusste, öffentlich zu machen. Erst viele Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gestand man diesen Fehler ein. Die SS ließ schließlich einen Film herstellen, der die perfide Vertuschung des Holocaust auf die Spitze trieb. Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, gedreht 1944 im KZ Theresienstadt. Die meisten der gezeigten Personen wurden nach Ende der Dreharbeiten nach Auschwitz transportiert und dort ermordet. Der Film zeigt das idyllische Leben der Inhaftierten. Sie arbeiten, genießen kulturelle Veranstaltungen und haben insgesamt ein angenehmes Leben. Höhepunkt des perversen Streifens ist ein inszeniertes Fußballspiel. Maurice Rossel, ein junger Mitarbeiter des IKRK, hatte Theresienstadt besuchen dürfen. Sein Bericht war durchaus positiv. Ende September 1944 fuhr er auf eigene Faust nach Auschwitz. Je savais qu'il y avait là un camp de concentration où l'on déportait en masse des Israélites et que ces Israélites mouraient. Vous le saviez quand vous étiez à Auschwitz? Ah oui, je le savais. Vous êtes venu avec ce savoir. Ah oui, ça je savais que ces gens étaient déportés et qu'ils en mouraient. Masse et par train et qu'ils y étaient condamnés. Oui. Ça c'est certain. Vous n'avez pas rencontré de train? Je n'ai pas vu de train, monsieur, non. Il était hors de question de lui parler de ça. À fait hors de question de lui dire. Vous savez, ces gens étaient. C'est invraisemblable, mais enfin, on parlait comme je vous parle. Et ces gens étaient fiers du travail qu'ils faisaient. Comment cette fierté se... J'entends... rien, mais ils avaient l'impression de faire quelque chose d'utile. Et je veux dire, vous n'avez pas senti, parce qu'il y a... moi, j'étais à Auschwitz, mais bien après. Je veux dire, même quand on voit ça aujourd'hui, je sais pas, on est saisi par une sorte de sentiment d'horreur. Enfin, on a... Oui, le sentiment d'horreur, vous savez, si vous l'auriez eu encore plus si, en entrant, vous aviez croisé les lignes de prisonniers, n'est-ce pas, par un groupe de 30 à 40, maigres, des squelettes. Oui. Oui, alors, quand vous en croisez comme ça, je ne sais pas, 400 à 500 sur le bout de chemin que vous faites... En voyant ces gens, est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était des gens qui souffraient beaucoup et que, enfin, qu'ils étaient mourants ou condamnés à mort C'était ça. C'était ça, c'était véritablement des squelettes ambulants, parce qu'ils n'étaient pas nourris, oui. N'est-ce pas? Il n'y avait que les yeux qui vivaient. Il n'y avait que les yeux qui vivaient, oui. Oui. Enfin, c'était ce qu'on appelle les musulmans, enfin, ils ont des regards très très intenses. Oui, très intenses, ces gens vous observant avec une intensité incroyable, n'est-ce pas, de se dire, ben voilà un qui vient, quoi? Un vivant qui passe, n'est-ce pas, et qui n'était pas un SS. Aufseherinnen und die SS-Führungsmannschaft von Auschwitz feierten den Abschluss der Ungarn-Aktion mit Musik und Gesang. SS-Chef Himmler benannte seinen Untergebenen gegenüber immer offen, worum es ihm bei der Erledigung ihrer Aufgaben ging. Sie sollten vor allem anständig bleiben. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen,
anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Seit der Niederlage in Stalingrad im Januar 1943 war die deutsche Wehrmacht nur noch auf dem Rückzug. In der russischen Armee kämpften inzwischen doppelt so viele Soldaten wie zu Beginn des Krieges. Sie wurden von den USA mit reichlich Ausrüstungsmaterial beliefert, während die deutschen Panzer kein Benzin mehr hatten und die von der Propaganda versprochenen Wunderwaffen ausblieben. Die Rote Armee war nach dem Rückzug der Heeresgruppe Mitte in der Offensive und drang im Januar 1945 bis nach Warschau vor. Der deutsche Widerstand war auf einige wenige Kampfnester geschrumpft. 3 Millionen deutsche Soldaten gingen in Gefangenschaft, ein Drittel davon überlebte nicht. Die Zahl der Kriegstoten durch Kampfhandlungen und der Opfer von Verbrechen und anderer Kriegsfolgen belief sich auf insgesamt etwa 80 Millionen Menschen. Die Schlacht um Berlin war die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Berlin war schon vor Beginn der sowjetischen Offensive unter Marschall Schukow eine Trümmerlandschaft. Nun kam der letzte Akt des totalen Kriegs mit 200.000 gefallenen Soldaten, 500.000 Verletzter und Zehntausenden toter Zivilisten. Grawitz am Ende 1945, als er dann merkte, die Russen rücken immer näher, auch an Babelsberg, an Potsdam heran. Er hat ja hier in Babelsberg gewohnt. Dann ruft er eben seine Mitarbeiter noch einmal zusammen. Es werden Zyankali-Kapseln verteilt. Er verabschiedet sich sozusagen und er hat sich dann seiner Verantwortung, er ist davongelaufen, indem er sich umgebracht hat. Und das Tragische ist, dass er nicht nur sich selber umgebracht hat, zum Beispiel mit einer Zyankali-Kapsel, sondern es gibt Erzählungen, dass er zwei Handgranaten unter dem Abendbrotstisch gezündet hat, an dem er mit seiner Familie saß. Das heißt, er hat seine Frau und seine Kinder mit in den Tod gerissen, was ja andere NS-Führer auch gemacht haben, Josef Goebbels beispielsweise und andere, weil sie sozusagen auch ihrer Familie nicht zumuten wollten, in einer Welt ohne Nationalsozialismus zu leben, um es mal ganz pathetisch auszudrücken. Ihm war schon klar, dass, wenn ihn die Russen finden, dass er verhaftet wird, dass er verurteilt wird. Anderen wie Göring war das ja nicht so klar. Die dachten ja noch, die Alliierten verhandeln mit ihm. Grawitz war es schon klar, dass er einer der Haupttäter des Dritten Reiches sein würde, dass er vor Gericht stehen würde und man hätte ihn wahrscheinlich auch wie Oswald Pohl zum Tode verurteilt. Und dem hat er sich entzogen, indem er sich selber in seinem Haus hier in Babelsberg umgebracht hat. Asked him how many of his troops were out there, what they were equipped with, mortars, machine guns, how much ammunition, what orders, the usual business. He was reluctant to answer, but finally did. Uncoerced. It turned out because he wanted something in return. It was now 2:30 or 3 o'clock in the morning. And I said, what do you want? He said, now that we have talked, I want to have a philosophical conversation with you. I said, at 3 in the morning, the man had been captured minutes before. What do you want to know? And then he asked me, don't you agree? Hitler is a great man. Hitler ist ein großer Mann. This was said at the end of April, perhaps on the very day or the day before the capture of Dachau. And that is one of the problems, one of the very many that Professor Bauer has alluded to. Als die Konzentrationslager befreit wurden, waren die Befreier schockiert. Die bestialische Brutalität der Konzentrationslager ist bis heute erschreckend und sie bleibt ein Mahnmal für die gesamte Geschichte der Menschheit. In den Krankenrevieren fand man die von Krankheiten und Experimenten gezeichneten.
Vielen von ihnen konnte nicht mehr geholfen werden. Mit uns hat man verschiedene Experimente gemacht. Die Sanitäter und Ärzte haben auf Häftlinge Spritzen gemacht, zum Beispiel 20 cm, Kubikzentimeter Benzin intravenös gespritzt, so dass nach ein paar Minuten ist der Mensch gestorben. Auf solche Weise hat man auf uns experimentiert. Man hat Frauen genommen, junge, 19-jährige, schöne Frauen, und war denen verschiedene gynäkologische Operationen. Bei den Männern haben sogar die Männer von den Toten Leber, Herz und andere Teile des Körpers ausgeschnitten und aufgefressen. Man wollte uns keine Medikamente geben, und die SS-Männer hatten das ganze Jahr aufgesammelt. Essen, welches wurde vom Roten Kreuz für uns Häftlinge geschickt. Und zwei Tage früher, bevor die britische Armee gekommen ist, das KZ Dachau war im März 1933 auf Veranlassung des damaligen Polizeipräsidenten Münchens, Heinrich Himmler, errichtet worden. Auch hier fand das Emblem des Roten Kreuz Verwendung. Nach der Befreiung wurden einige Bürger Münchens durch das Lager geführt. Die arbeitsfähigen Männer mussten die überall herumliegenden Leichen sammeln und abtransportieren. Von den insgesamt 200.000 Inhaftierten waren mehr als 40.000 im Lager selbst verstorben. Unzählige waren in die Vernichtungslager transportiert worden. In den Lagern galt auch das Prinzip der Vernichtung durch Arbeit, und die SS kassierte dabei. Allein im August 1944 zahlten die BMW Motorenwerke für die Arbeit der Häftlinge aus dem KZ Dachau mehr als 8 Millionen Reichsmark. Manch ein gut gekleideter Münchner hielt sich jetzt lieber die Nase zu. Die Leichen der Opfer wurden im Lagerkrematorium verbrannt, die Reste mit Knochenmühlen zerkleinert. Auch die Einwohner des nahe des KZ Buchenwald gelegenen Weimar wurden von den amerikanischen Befehlshabern zu einem Rundgang durch das befreite Lager gezwungen. Den Amerikanern fiel auf, wie gut gekleidet und gut genährt die Deutschen nach 7 Jahren Krieg noch waren, und keiner wollte irgendetwas von den Gräueltaten gewusst oder gar gesehen haben. Die unter freiem Himmel aufgestapelten Opfer sah man wohl, aber man ging rasch vorbei und mochte den grauenhaften Anblick kaum ertragen. Und dann kam das Vergessen. Die in den Nürnberger Prozessen Angeklagten sollten laut des dem Verfahren zugrunde liegenden Abkommens gerecht und schnell abgeurteilt und bestraft werden. Oswald Pohl sah die Schuld an allem eher im Ausland als bei sich und seinen Taten. Als das deutsche Volk am Ende des Ersten Weltkrieges die Waffen niederlegte, tat es dies im Glauben an die 14 Punkte ihres Präsidenten Wilson und damit in der Hoffnung auf einen gerechten und vernünftigen Frieden. Im Vordergrund stand für Millionen Deutschen die Sorge um das nackte Dasein, die Sicherung desselben war deshalb auch die primäre Forderung der NSDAP. Ihr gegenüber traten alle übrigen im Nürnberger Ärzteprozess 1946 ging es um die Verbrechen der insgesamt 23 angeklagten deutschen Ärzte und Hauptverantwortlichen für die Menschenversuche, die Tötung von Häftlingen und andere Krankenmorde. Die Frage des Richters nach ihrer Schuld beantworteten alle Angeklagten mit nicht schuldig. Auch Karl Brandt, Leibarzt Adolf Hitlers, und verantwortlich für die Durchführung der Euthanasie. And do you now plead not guilty? Nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Nicht schuldig. In seiner Eröffnungsrede schilderte Hauptankläger Telford Taylor in drastischen Worten den Umfang der begangenen Verbrechen. The victims of these crimes are numbered in the hundreds of thousands. A handful only are still alive. A few of the survivors will appear in this courtroom. But most of these miserable victims were slaughtered outright or died in the course of the tortures to which they were subjected.
For the most part, they are nameless dead. To their murderers, these wretched people were not individuals at all. They came in wholesale lots and were treated worse than animals. They were 200... Taylor beschrieb Grawitz' zentrale Rolle als Koordinator für die Durchführung der Experimente. Grawitz war der wichtigste nicht anwesende Angeklagte. Himmler passed this letter to Grawitz, who consulted Gebhardt and other SS officials. A typical and nauseating Nazi discussion of racial questions ensued. One SS man suggested using quarantine prisoners and Jews for the experiments. Another suggested gypsies. Grawitz doubted that experiments on gypsies would yield results which were scientifically applicable to Germans. Himmler finally directed that gypsies be used with three others. Am letzten Prozesstag durften die Angeklagten selbst Stellung nehmen. Darauf hatten sie sich gut vorbereitet. Dass ich einmal wegen meiner Tätigkeit angeklagt werden würde und einem Damage unerhörten Ausmaßes ausgesetzt sein würde, das habe ich mir allerdings nicht vorstellen können. Gegenstand der gegen mich persönlich erhobenen Anklage ist aber mein Verhalten gegenüber den staatlich angeordneten Menschenversuchen anderer deutscher Forscher auf den Gebieten der Fleckfieberbekämpfung und Malariabekämpfung. Derartige Arbeiten haben mit Politik und Weltanschauung nichts zu tun, sondern dienen dem Wohle der Menschheit. Darüber weiß ich nicht, ob es im totalen Krieg dieser Weltneurose überhaupt ein Land gab, wo der Geist nicht zum Kriegswerkzeug herabgewürdigt wurde. Dr. Karl Brandt sah sich, wie alle anderen Angeklagten auch, als unschuldig an. Und die Euthanasie war für ihn wie selbstverständlich und kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es gibt ein Wort, das scheint sehr einfach, befehlen. Und was an Ungeheuerlichem birgt es? Wie maßlos sind die Konflikte, die hinter dem Gehorchen sich verstecken. Wenn auch mit schwerem Herzen. Habe ich die Euthanasie bejaht. Ich erkenne das Problem wohl, es ist so alt wie der Mensch. Aber es ist kein Verbrechen gegen den Menschen und keines gegen die Menschlichkeit. In der Strafsache Vereinigte Staaten gegen Karl Brandt gab es für den Hauptangeklagten Brandt die Höchststrafe, Tod durch Erhängen. Military Tribunal 1 sentences you, Karl Brandt, to death by hanging and may God have mercy upon your soul. The officer of the guard will remove the defendant Brandt. Auch Karl Gebhardt, Nachfolger von Grawitz nach dessen Selbstmord, wurde zum Tode verurteilt. Dadurch blieb die wahre Geschichte des Reichsarzt-SS für Jahrzehnte unentdeckt. Nach dem Selbstmord von Grawitz wurde ein neues Präsidium gebildet, eine Art Übergangspräsidium. Einige Mitarbeiter des Roten Kreuzes, auch solche, die nicht in der SS waren, haben dann versucht, hier noch die Geschäfte aufrechtzuerhalten. Man empfand sich offenbar auch als noch so wichtig, dass man diese Position hier nicht aufgeben wollte. Die Russen haben dann relativ schnell klargemacht, dass bitte dieses Gebäude doch zu räumen ist. Man hat sich dann zunächst noch im Hauptlager aufgehalten hinter dem Präsidium, aber dann wurde auch das geräumt, sodass dann das Rote Kreuz sich in Berliner Liegenschaften zurückgezogen hat, das sozusagen Rumpfpräsidium. Und es ist dann letztlich in den letzten Monaten des Jahres 1945 im September verboten worden, in beiden Besatzungs- oder in allen Besatzungszonen. Das heißt, die Organisation ist aufgelöst worden. Man hat aber immer noch tatsächlich bis zum Schluss den Glauben, dass man nicht verboten wird, weil man sich, es gibt dann relativ schnell nach Kriegsende Rechtfertigungsschriften, man habe doch gar keine Neutralität verloren und man hätte sich doch den Machthabern im Dritten Reich gar nicht angedient. Wider besseren Wissens hat man also versucht, auch mit Fürsprache zum Beispiel von Ferdinand Sauerbruch, der ja selber verstrickt war ins Dritte Reich als preußischer Staatsrat, hat man also versucht, noch zu überleben. Das ist ihnen aber nicht gelungen. Das Rote Kreuz ist dann aufgelöst worden und erst in den 50er Jahren in den Besatzungszonen wieder eingesetzt worden.
Herzog Karl Eduard wurde Anfang April 1945 von einem amerikanischen Major in seinem Schloss in Coburg unter Hausarrest gestellt. Seine Nähe zu Hitler, seine vielen Führungspositionen und sein außenpolitisches Eintreten für das Dritte Reich hätten möglicherweise für eine Verurteilung als Kriegsverbrecher ausgereicht. Allerdings schreckte man wegen der unabsehbaren Folgen vor einer Verurteilung des Herzogs als ehemaligem Mitglied des britischen Königshauses zurück. Während seiner Inhaftierung bekommt Karl Eduard Gesichtskrebs. Er bleibt trotz aller Bemühungen seiner Schwester Alice bis 1950 unter Arrest. Im Prozess gegen ihn wird festgestellt, dass er nicht tiefer in die Aktivitäten der NSDAP eingebunden, sondern nur ein Mitglied des gewöhnlichen Volkes war. Als Sühneleistung muss er 5000 D-Mark zahlen. Karl Eduard stirbt 1954 in Coburg. In der Trauerrede spricht ein Dekan vom aufrechten und edlen Sinn und der unerschütterlichen Treue des Herzogs, die nur missbraucht worden sei, und von der Demütigung und Schmach, die er durch die brutale Siegermacht zu erdulden hatte.